Freunde, der Valentinstag rückt immer näher und selbstverständlich gibt es wieder eine Fülle an Valentinstags-LEs. Es ist immer ein bisschen schwierig für mich. Für mich in meinem Kopf habe ich noch nicht mal Weihnachten und Neujahr verarbeitet. Wir sind jetzt schon an Valentinstag und wenn Valentinstag ist, ist eigentlich schon Ostern und dann ist Sommer und dann ist auch eigentlich schon wieder Weihnachten. LEs ziehen an uns vorbei. Reva Loves Me kommt hinterher mit der You and Me Limited Edition. Die ist ab KW3, also ab jetzt bzw. ab dieser Woche dann auch offiziell, eigentlich in jeder Filiale geben sollte. Und wir schauen mal, was das Ganze kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Nach dem Chaos am Montag mit den Lidschattenpaletten bin ich optimistisch, dass wir definitiv hier mit was sehr, sehr Cooles hinkriegen. Es gibt ein paar Produkte und ich dachte mir, wir machen daraus mal was Schönes. Diese Valentinstags-LEs, generell alle LEs, Quatsch, alle LEs sind immer toll. Let's go. In der Kollektion sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte mit drin. Einige kommen uns bekannt vor, andere wiederum nicht. Ich zeige euch mal ein paar Produkte, die ich jetzt erstmal nicht nehmen werde. Ich sammle die immer, heb die auf und in 20 Jahren, habt ihr neulich bei mir bei Insta gesehen, habe ich die alten Kollektionen archiviert, in eine Kiste gepackt, sodass wir in 20 Jahren, vielleicht auch in 40 Jahren einfach nochmal schauen können, was kam denn 2024 so raus. Alle 2 Jahre packe ich das zusammen in eine Kiste und das kommt dann weg. Unter anderem hier diese Face and Body Jewels. Das sind so kleine Strasssteinchen, die man sich ins Gesicht kleben kann. Kann man sich auch so ein bisschen als Schmuck hinkleben. Mache ich jetzt für die nächsten 30 Minuten nicht. Ich hebe das auf, genauso wie das hier. Aber das ist für viele wahrscheinlich interessant. Das sind Nagelfolien. Ich weiß, dass viele diese Nagelfolien total gerne mögen. Ich habe dazu gar keine Verbindung. Ich habe nichts mit Fingernägeln zu tun. Außer hier. Das ist kein Schmutz und auch kein Nutella. Das ist Selbstbräuner. Als ich neulich mein Aufgebraucht-Video gedreht habe, ist ein bisschen Selbstbräuner ausgelaufen. Naja, und jetzt sieht mein Finger so aus. Ich habe mit Nagellack nichts zu tun, aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, eine Erfahrung, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Ich sehe es immer wieder und ich freue mich darüber wirklich so, so sehr, wenn ich sehe in den Kommentaren, dass ihr euch untereinander auch helft. Manchmal sehe ich einen Kommentar nicht, manchmal kriege ich irgendwas nicht mit, manchmal habe ich auch auf etwas einfach gar keine Antwort, aber irgendjemand anderes schon. Deswegen schreibt gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Genauso wie der Nagellack. Der hat recht große Schimmerpartikel mit drin. Herzen, kleinere Fragmente in rosa, silber und rot. Es wird wahrscheinlich so ein Nail-Topper mit sein. Die kommen alle beiseite. Wir haben aber noch andere Produkte. Den Pinsel, den verlose ich euch. Schaut da gerne einmal bei Instagram vorbei. Da lasse ich euch immer ein paar Informationen da. Das ist der Puderpinsel in Herzform. Der sieht ein bisschen aus wie einer von einer Marke, die hat ein I drin und dann hat sie auch nochmal ein T mit im ersten Wort. Ich benutze sowas total gerne als Foundation-Pinsel, weil die sind festgebunden, aber nicht zu festgebunden und so kriegst du einen sehr, sehr gleichmäßigen Look auch in dein Gesicht. Jetzt wird's aber spannend. Wir haben nämlich einen Blush. Ich habe meine Base natürlich schon einmal raufgemacht. Ich habe ein ganz spannendes neues Produkt benutzt. Das habt ihr, glaube ich, letzten Freitag schon bei mir gesehen. Ich liebe das. Ich sehe aus, als wäre ich glowy, aber es ist so ein schöner Glow. Ich packe das Ganze bald in meine Monatsfavoriten. Apropos Monatsfavoriten. Ihr wisst es, ich bin immer ehrlich und transparent mit euch. Und ihr seht schon, was ich in meinem Gesicht habe. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor einem Dreivierteljahr etwas bei mir in meiner Marke im Sortiment hatte. Und zwar wiederverwendbare Augenpatches, die ich aber zum Ende des letzten Jahres aus dem Sortiment genommen habe. Und ich sage euch auch ganz transparent, warum. Wenn ich merke, dass ein Produkt von mir nicht so gut ist wie ein anderes Produkt, dann nehme ich es aus dem Sortiment. Und so ist es auch bei diesem Produkt, was ich gerade in meinem Gesicht trage. Ich war ja zum Ende des letzten Jahres mit Typology in Paris. Wir waren im Headquarter und haben dort die neuesten Produkte für das nächste Jahr mitbekommen. Unter anderem auch diese Augenpatches. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir, okay, sie haben es geschafft, ein so geniales Produkt rauszubringen, dass ich meine aus dem Sortiment nehmen möchte, weil ich einfach das nicht rechtfertigen kann, wenn ich ein besseres Produkt habe. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch heute wahrscheinlich als allererster überhaupt die neuen Typology Augenpatches vorstellen darf. Das sind nicht nur Augenpatches, wie ihr sie vielleicht schon kennt. Ihr habt natürlich einmal die Augenpatches aus hochqualitativem medizinischem Silikon. Punkt. Kann man nichts dazu sagen. Made in Frankreich. Alles. Aber
Der Vorteil ist, es gibt in dem Set, was ihr so bekommt, ihr packt es auf, habt die Augenpatches vorne drauf und dazu gibt es die Maske, die Augenmaske mit dazu. Die ist in der Verpackung mit dabei. Und diese Maske ist ein absoluter Gamechanger für eure untere Augenpartie. Wenn ihr Augenringe habt, wenn ihr so Trockenheitsfältchen unter den Augen habt, wenn ihr diese Schwellungen unter den Augen habt. Aber die Kombination aus diesen Augenpatches mit dieser Maske ist genial. Falls ihr Tapology nicht kennt, Tapology ist eine Marke, die in Frankreich ansässig ist und alles auch in Frankreich produziert und somit auch wirklich nur die höchste Qualität an Produkten und Inhaltsstoffen bieten kann. Wir haben sehr, sehr viel über die Marke gelernt. Ich habe euch ja auch in dem Vlog damals mitgenommen und das hat mir auch geholfen, einfach nochmal zu verstehen, was diese Marke noch besonderer macht als das, was wir eh schon wussten. Alleine die Qualitätskontrolle der Produkte, bevor etwas in die Produktion geht, ist so anspruchsvoll. Voll, das habe ich noch nicht erlebt. Und ihr wisst es, ich arbeite schon sehr lange mit verschiedenen Marken zusammen. Ich kann die Vergleiche ziehen. Das, was ich dort erlebt habe und das, was ich dort gelernt habe, kann ich nicht vergleichen mit anderen. Jetzt ist das aber ganz, ganz neu rausgekommen und falls ihr euch dafür interessiert, ich verlinke euch das einmal in der Infobox. Aber diese Maske in Kombination mit den Silikon-Augenpatches ist die Geheimwaffe. Durch das Silikon ist das Ganze natürlich super gut und hygienisch wiederverwendbar. Einfach abspülen. Aber in dieser Maske ist 1% pflanzliches Kollagen. Typology ist komplett vegan und cruelty-free. Polyglutaminsäure, falls ihr davon noch nichts gehört habt, ist ein grandioser Inhaltsstoff, der dafür sorgt, dass die Haut ihren Feuchtigkeitsgehalt für einen längeren Zeitraum behalten kann. Das sorgt dafür, dass es schön einzieht. Ihr könnt euer Make-up rübergeben und dann die Haut darunter pflegt. Durch diese Patches kann das Produkt nicht einfach in die Gegend verdunsten, sondern eure Haut wird dazu aufgefordert, das Produkt aufzunehmen. Und das sieht man auch am Ende, wenn man das Ganze rausnimmt. Eine kleine Empfehlung will ich euch dazu noch packen. Ich habe nämlich aus dem Adventskalender bereits ein Produkt gehabt. Das ist das Augen- und Brauenserum mit Erbsenprotein. Ganz, 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 ganz toll. Gerade wenn ihr super empfindliche Augen habt, ne? Und Wimpernseren vielleicht nicht vertragt, weil sie schnell in den Augen brennen oder weil ihr vielleicht mit geschwollenen Augen reagiert. Das ist eine gute Lösung für euch. Ihr habt ein kleines Bürstchen. Ihr könnt damit einfach durch eure Wimpern oder, das mache ich eigentlich jeden Abend, deswegen sind meine Augenbrauen auch mittlerweile richtig schön dick geworden wieder, durch die Augenbrauen durchgehen und habt eine richtig schöne Pflege, ohne dass es brennt, ohne dass ihr Probleme mit euren Augen bekommt. Hier sind 2% Erbsenprotein drin, die dafür sorgen, dass die Zellen der Haare, der Wimpern und Augenbrauen stimuliert werden und so das Wachstum natürlich auch angeregt werden kann. Und Rizinusöl, das kennt ihr, wird super, super häufig dafür verwendet, auf einem natürlichen Wege die Haare zu unterstützen. Wimpern und Augenbrauen sind natürlich auch Haare. Aber diese Kombination und gerade diese Augenpatches, ich musste so oft aufpassen, dass es nicht irgendwie im Hintergrund lag oder dass ich nicht mich morgens einfach mit den Patches hinsetze, weil sie einfach gut sind. Schaut mal, ich rede seit 5 Minuten und sie haben sich nicht ein Millimeter bewegt. Die halten richtig, richtig gut. Ihr könnt damit joggen gehen, ihr könnt damit spazieren gehen, ihr könnt damit euren Haushalt machen, egal was ihr wollt. Und ihr wisst es, bei Tapology gibt es immer ein tolles Angebot. Und zwar gibt es ab einem Einkaufswert von 45 Euro ausschließlich über den Link, den ich euch unten in der Infobox verlinke, den 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner mit dazu. Falls ihr empfindliche Augen habt, ist das die perfekte Kombination. Es sind 2 verschiedene Phasen. Einfach schütteln, auf ein Wattepad, kurz auf eure Mascara, auf euren Lidschatten halten, vorsichtig abwischen und euer Make-up ist weg. Großartig und das gibt es so mit dazu. Ich verlinke euch einfach mal unten diese Augenpatches, weil das ist nicht nur die Maske ist genial, diese Augenmaske ist phänomenal für die untere Augenpartie, sondern auch dieses Set. Du kriegst es nach Hause und das ist das Schöne bei Typology, ne? Du kriegst es nach Hause und du hast das Gefühl, du hast gerade ein Luxusprodukt gekauft. Alles aus Pappe, hochgradig recycelbar. Die Aluminiumtube, die hier drin liegt, dann die Pappe mit den Augenpatches einfach rein. Und ihr habt wieder ein wunderschönes Produkt. Große Empfehlung, gerade, und ich weiß es, dass viele wirklich Probleme haben mit so kleinen Fältchen um die Augen, unter den Augen, mit Trockenheit unter den Augen. Die Heizung ist an, alles fühlt sich nicht mehr so gut an. Probiert es einfach wirklich gerne mal aus. Sehr, 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 sehr gut. Und wenn etwas besser ist als etwas, was ich rausbringe, dann stehe ich dazu auch. So sieht der Blush einmal aus. Der seidig-zarte Blush lässt sich leicht verblenden und betont die Wangenknochen in wenigen Augenblicken. Sehr, sehr süße Verpackung. Wir haben so ein, ja, geht in die babyrosa Richtung. Ein bisschen kühler, aber wir haben die Herzchen hier mit drauf. Riva Lazmi, just you and me.
Das klingt doch toll. Ich weiß noch gar nicht, was wir an Valentinstag machen. Vielleicht fahren wir weg. Was macht ihr an Valentinstag? Habt ihr ein paar Ideen, was wir noch machen könnten an Valentinstag? Ich brauche Hilfe. Wir haben hier drei, ja fast vier verschiedene Farben, würde ich sogar fast sagen. Ach, mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf verschiedene Farben. Einen sehr beigen Ton. Rosa, ein dunkleres Rosa, eher so ein bisschen in die Rotrichtung. In einigen Stellen kann ich ganz zarte Schimmerpartikel erkennen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie der gemischt aussieht, weil, also klar, du kannst natürlich auch mit so einem kleinen Pinsel dann nur hier reingehen und den einen Rosaton auftragen, aber wie lange willst du denn da auf deinem Gesicht rumblenden? Deswegen schnappe ich mir einmal so einen schönen Blush Brush, der ist von BH Cosmetics, Angled Blush Brush, der war in so einem Set, und mische jetzt einfach mal alles so ein bisschen zusammen. Sehr pigmentiert. Ich arbeite erst in meiner Hand, ich will nämlich nicht zu viel, und tupfe das dann hierauf, und das ist schon Maximum an Farbe, die ich brauche. Ich kann jetzt keinen Schimmer im Gesicht erkennen. Das ist ein, also es ist kein matter Blush, es ist aber auch kein glitzernder Blush, ne? So Natasha Denona Glitzer. Sondern sehr, sehr schöner, zarter Ton, der doch intensiver ist, als ich gedacht habe, ne? Die roten pa Pigmente dort drin, die machen natürlich viel aus. Wenn du ein bisschen weniger willst, dann kannst du natürlich ein bisschen grobflächiger hier oben lang gehen oder so. Ich habe jetzt gemischt, habe sehr, sehr viel Blush im Gesicht, aber ich mag das ja ganz gerne. Blend das dann hier so ein bisschen über meine Nase, auf meine Stirn. So ein richtig schön Overblush-Look, einfach um ein bisschen Leben in mein Gesicht zu kriegen. Ich habe sehr, sehr lange kein Self-Tan mehr benutzt, nach meiner Eskapade. Für mich letzte Woche, für euch vor 2 Wochen mit der allergischen Reaktion, bin ich im Moment so ein bisschen vorsichtig, was meine Haut angeht. Wunderschöner Ton. Tolles Rosa, nicht zu schrill. Ich bin ja nicht mehr so ein Freund von diesen. Ja, es gibt ja auch Blushes, die sind dann so. Ist nicht so meins, ne? Aber so ein Hauch an Farbe. Ganz schön, wird mit Sicherheit bei vielen Hautfarben sehr, sehr gut funktionieren. Und du kannst natürlich durch dieses Pressing auch immer so ein bisschen punktuell arbeiten. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So wie einem es gerade beliebt. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, was Rivalas mir mittlerweile sehr, 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 sehr gut macht, sind nicht nur Lidschatten, sondern auch generell Pudertexturen. Pudertexturen sind immer eine spannende Sache. Lippenstift und so, das konnten sie schon immer, ne? Aber Pudertexturen die letzten 3, 4 Jahre großartig. Einige wird es sicherlich freuen, dass es das hier gibt. Das ist ein Eyetopper. Der ist ein bisschen anders, würde ich sagen, als den ich hatte. Aber ihr habt hier, ich glaube, da sind sogar ein paar Herzen mit drin, oder? Den kennen wir schon, so ähnlich. Also wenn ihr meinen verpasst habt, sehr, sehr gute Alternative. Die laufen immer extrem gut bei euch. Das ist unglaublich. Und jetzt kommen wir zur Lidschattenpalette. Weil das ist, muss ich sagen, also ich bin ja immer noch so ein bisschen, für mich ist es noch gar nicht so, ist es noch gar nicht so lange her, dass wir die Adele Lidschattenpaletten getestet haben. Und die Schimmertöne waren zwar gut, aber diese Palette hat einfach mir sehr begrenzte Möglichkeiten gegeben, verschiedene Looks zu machen. Und ich weiß, dass viele, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Ich weiß, dass viele gerne Make-up kaufen und auch gerne Make-up haben, aber ich probiere euch auch immer dazu animieren, bewusstere Kaufentscheidungen zu tätigen, ne? Nur weil ihr immer etwas seht, heißt es nicht, dass ihr immer etwas kaufen müsst. Aber für diejenigen, die sich dafür interessieren, für die mache ich das Video, für alle anderen zur Unterhaltung. Wir haben in der Palette 24 Farben mit drin. Alle Farben sind vegan, Tatsache. 24 Eyeshadow-Farben für kreative Looks. Die hochpigmentierten Farben lassen sich einzeln oder auch zu neuen Farbnuancen gemischt einfach auftragen und verblenden. Wir haben wirklich alles mit dabei. Von Petrol zu zwei verschiedenen Pinktönen, zu wärmeren, neutraleren Tönen für einen Alltagslook. Was Warmes, was Kühles. Schimmer in verschiedenen Versionen. Wir haben einmal den klassischen, so einen, ich nenne ihn jetzt mal seidigen Ton, ne, so einen zarten Schimmer. Dann diese geflockten Schimmertöne. Einmal Glitzertöne, drei Stück, zwei Stück, zweieinhalb. Und ein paar, die auch so aussehen, als wären sie gemischt. Ich werde heute mal einen schönen Valentinstagslook schminken. Der wird ein bisschen intensiver. Nicht erschrecken, haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich starte erstmal mit einem großen, fluffigen Pinsel und gehe als erstes in. Eigentlich könnten wir schon gleich loslegen, ne? Ja, ich gehe erstmal hier rein. Ich fange erstmal mit dem mittleren Ton an. So gut wie gar kein Kickback. Und das setze ich mir auf meine bereits fixierte Base, wollte ich sagen. Ja, ich dachte, so Pink ist immer ein bisschen schwierig, ne? Pink ist entweder sehr, sehr weißlich auf dem Auge oder du kriegst es nicht ausgeblendet. Barbie möchte ihren Lidschatten zurück. Ist drauf, ich mache mal hier schnell die andere Seite noch. Sehr, sehr, sehr pigmentiert. Da war ich so ein bisschen skeptisch bei so, ne? Bei Pink ist oft das Problem,
dass sie sehr schnell weißlich aussehen oder sich so ins Nichts blenden. Kaum Kickback in der Palette, sehr viel Pigment. Ich schnappe mir einen sehr, sehr großen Pinsel und gehe ganz leicht hier in diesen Ton rein und mische den hier mit. Rivalas mir hat gesagt, wir können mischen. Deswegen mischen wir nur, dass ich so ein bisschen Farbe am Pinsel habe und gehe hier oben jetzt einfach mal rüber, dass ich nicht so ins Nichts blende, aber schon einen sehr, sehr weichen Blend habe. Das war jetzt mal eine andere Transition Shade, ne? Sonst sehen wir immer so Transition Shades, die sehr nah am eigenen Hautton dran ist. Da ich ja nicht vom Planeten Pink komme, muss ich da so ein bisschen aufpassen, das auszublenden. Aber es geht sehr gut und probiere jetzt die Haut um mein Auge herum so ein bisschen ins Pink zu kriegen. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich neulich mir eine neue Kamera gekauft hatte und total enttäuscht war, von dem, was rauskam, auch mit einem neuen Objektiv. Manchmal muss man einfach die Dinge dabei belassen, wie sie sind. Hiermit kann ich richtig, richtig nah. Und bei der anderen war also das, was ihr eben, der letzte Cut. Das war das, was am nächsten war. Und das ist natürlich niemandem mitgeholfen. Es lässt sich extrem gut ausblenden. Ich nehme den Pinsel von eben und habe ja noch so ein bisschen Pink mit dran und gehe jetzt in den Ton hier. Ein schöner Backsteinton, nur um ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen. Ganz leicht. Das ist natürlich jetzt für viele kein Look für den Alltag. Aber ich glaube, bei den schwierigen Farben wie, also, ne, Braun wissen wir, kann Rival Loves Me jetzt wirklich, ne, ist kein Problem mehr. Aber so diese pinken Farben sind natürlich immer ein bisschen tricky. Wirklich gar kein Problem. Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe es ja eben schon gesagt, die Base war fixiert. Ich mache das mittlerweile ganz gerne, wenn ich trage ja selten noch so krasse Lidschattenlooks. Ne? Das ist mir einfach zu viel. Ich komme mir damit ehrlich gesagt auch so ein bisschen verkleidet vor. Aber ich kann euch ja nicht bei so einer Palette die Brauntöne zeigen. Kleineren Pinsel, das ist mein eigenes. Gehe ich jetzt in den Ton. Der wird jetzt sehr, 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 sehr dunkel. Und setze mir das hier außen hin. Das wird jetzt der dunkelste Ton. So ein bisschen schräg. Und dann hier ins V. Schaut euch die Palette einmal an und schreibt mir mal jetzt in. So, ne? Von 1 bis 24. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche Farben ihr davon benutzen würdet für euren Valentinstagslook. Da bin ich wirklich gespannt. Einfach nur platzieren. Pinsel von eben, den machen wir so ein bisschen sauber. Und dann verblenden wir einfach nur noch hier hinten. Ich will kaum nach vorne gehen. Ich will vorne gar nicht so dunkel werden. Nice. Wir starten mal vorne mit einem Schimmerton. Diesen hier, den kennen wir schon aus irgendeiner Kollektion. Da kommt mir der bekannt vor. Erstmal trocken aufgetragen. Und hier ein bisschen nasser. Dann rutschen wir rüber zu dem hier. Ich liebe ja so Schimmertöne miteinander zu kombinieren, ne? Kann man da so ein bisschen reinblenden. Jetzt würde mir eigentlich noch so ein bisschen was Rotes fehlen. Ich nehme jetzt mal diesen Duo Multichrome Ton hier. Setz mir den in die Mitte. Alles mit dem Pinsel, ne? Also ich habe keinen Finger benutzt. Jetzt auch nochmal auf die Entfernung. Das ist natürlich sehr, sehr viel Lidschatten für Donnerstag, 9:59 Uhr. Aber ich lieb's. Ne? Das ist, es macht halt Freude so. Manchmal, im Moment, da freue ich mich total drüber. Ich dachte immer, dass ich der einzige Mensch bin, der das macht. Ist das vor der Dusche Make-up. Kennt ihr das vor der Dusche Make-up? Das ist, wenn man sich oder kurz bevor man in die Dusche geht, nochmal so doll schminkt und Sachen ausprobiert, die man sonst vielleicht nicht unbedingt machen würde. So sehe ich manchmal vor der Dusche aus. Und gehe jetzt hier mal in das Orange mit rein. Das ist ja schon fast Neon. Das ist krass, ne? Das siehst du gar nicht. Es sieht nicht so Neon aus. Für so ein ganz kleines bisschen mehr Spannung. Und im Innenwinkel gehen wir jetzt hier in diesen Icy-Ton. Nachdem ich letzte Mal gehört bekomme, Maxim, du bist so langweilig geworden. Und ich einfach nur gesagt habe, ich trage halt nur keinen Lidschatten. Bitte, der ist nur für dich, Mäuschen. Ja, ist natürlich wild, ne? Aber ist, ich möchte es nicht mehr lesen, dass günstige Lidschatten nicht gut sind. Das ist doch toll. Als Mascara benutze ich die Volume Up von Manhattan in Pitch Black. Das ist natürlich die spannende Frage, was machen wir hierzu für eine Lippe? Eigentlich, ja, komm, ist jetzt auch egal, ne? Also wir brauchen was Mattes, denn wir haben noch einen Lip Topper. Ich habe neulich aufgeräumt hier und ist alles weg. Komm, hier ist ein Lippenstift in Pillow Talk. Hier darf ich sagen, das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Der ist ja eh schon so ein bisschen matt. Und jetzt gibt es wieder die Lip Topper. Die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die sind eigentlich immer ganz spannend. Entweder punktuell, auf den Augen sieht es natürlich auch immer schön aus, aber das macht das Ganze so ein bisschen nudiger, ne? Nimmt so ein bisschen die Farbe raus, weil das Gold reflektiert. Das sind natürlich große Glitzerpartikel, ne? Also das ist schon. Aber hier so. Oh, das sieht. Okay, das sieht jetzt doof aus mit dem auf den Lippen. Du kannst es mit Sicherheit auch punktuell so ein bisschen im Gesicht auftragen. Wagen wir es? Also, das ist das fertige Ergebnis. Alles, was gleich passiert, kann ich keine Garantie mehr für übernehmen. Ich nehme jetzt mal hier einen Pinsel und
gehe hier nur so ganz leicht rein. Ne? Also das sind dann schon große Glitzerpartikel. Es war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig. Könnte jetzt auch auf den Maskenball gehen. Ne? Überrascht bin ich jetzt nicht. Sind wir ehrlich? War ein Volltreffer. Lidschattenpalette 1A. Liptopper, du musst das mögen. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen was anderes. Lashes gibt es auch noch. Trage ich jetzt nicht. Aber die sind immer sehr, sehr gut. Die sind halt nicht mehr diese... Also es sind zwar Kunststoffwimpern, aber es ist nicht mehr dieses... Kennt ihr noch diese ganz, ganz glänzenden Wimpern? Die ist meistens so in so... So Kinderschminke, ne? Warum auch immer Kinderschminke Wimpern haben muss. Sind sehr, sehr gut. Ist ein Volltreffer, Freunde. Ist ein Volltreffer, was wollen wir sagen? Und gerade auch die Lidschattenpalette ist natürlich wunderschön. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Ah, noch nicht abschalten, ihr süßen Mäuse. Eine kleine Erinnerung. Schaut gerne einmal unten in der Infobox vorbei nach den Typology Eye Patches. Mit meinem Link unten in der Infobox gibt es den Zweiphasen-Augen-Make-up. Entferne ab einem Einkaufswert von 45 € gratis dazu. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.